Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1896 findet im wiederaufgebauten Panathinaiko-Stadion in Athen statt, das um 330 vor Christus errichtet worden ist. Das Stadion ist mit tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Innenraum haben sich die meisten Teilnehmer versammelt. Eröffnet werden die Spiele vom griechischen König Georg I., dann tragen mehrere Kapellen und 150 Chorsänger die olympische Hymne vor. Geschrieben haben die Hymne Komponist Spiros Samaras und Dichter Kostis Palamas. Heute noch wird sie bei Olympischen Spielen vorgetragen, während der Eröffnungs- und der Schlussfeier, beim Hissen und beim Einholen der olympischen Fahne. Zurück zu den ersten Spielen, einem ziemlich bescheidenen Anlass verglichen mit Olympia heute. Rund 240 Männer, nur Männer, nehmen 1896 teil, aus, je nach Quelle, 10 bis 15 Ländern. An den Olympischen Spielen letzten Sommer in Tokio sind es 11.100 Athleten und Athletinnen aus 208 Ländern. In Tokio 2021 werden Wettkämpfe in 33 Sportarten ausgetragen. In Athen 1896 sind es erst 9. Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Rad, Ringen, Schießen, Schwimmen, Tennis und Turnen. An den ersten Olympischen Spielen vor 126 Jahren ist auch die Schweiz vertreten, mit dem Schützen Albert Baumann und dem Turner Louis Sutter. Er, Sutter, geht als erster Schweizer Olympiasieger in die Geschichte ein, am Pauschenpferd. Der Sieger erhält damals noch eine Silbermedaille, der Zweitplatzierte Bronze. Die Drittplatzierten gehen leer aus. Die finanziellen Mittel des Organisationskomitees sind begrenzt. Turner Louis Sutter feiert in Athen 1896 neben seinem Olympiasieg übrigens auch zwei zweite Plätze. Apropos Olympia-Podestplätze. An den 29 Sommer- und 24 Winterspielen bisher holten Schweizerinnen und Schweizer 372 Mal Edelmetall, 116 Mal Gold, 126 Mal Silber und 130 Mal Bronze. Erfolgreichste Schweizer Olympiateilnehmer sind, mit jeweils 4 Goldmedaillen, Skispringer Simon Ammann, Langläufer Dario Colonia und Turner Georges Mietz, der in den 1920er und 30er Jahren außerdem dreimal Silber und einmal Bronze holt.